Heute seht ihr mal ein Video von meinem Keller. Der ist relativ feucht, sind auch Sandsteinwände, aber ich versuche mal das Beste jetzt zu machen und mache erstmal den ganzen Putz ab, der drauf ist. Hier vorne war auch alles verkleidet mit USB-Platten und das wird jetzt erstmal entfernt. Hier hinten, das hatte ich alles schon abgeklopft, aber auch alles verputzt. Und hier vorne waren, wie gesagt, die USB-Platten dran. Und das muss jetzt noch alles abgeklopft werden, dass es dann wieder so aussieht wie hier vorne. Ich habe jetzt hier mal den ganzen Putz abgekloppt und im folgenden Video seht ihr mal, wie das aktuell aussieht. Vielleicht könnt ihr auch mal ein paar Erfahrungen teilen unten in der Kommentierbox und mal sagen, was ihr jetzt machen würdet. Also ich wollte es jetzt erstmal trocken lassen und dann nochmal drüber gehen, soweit alles abmachen und dann eventuell verfugen. Aber was man da nimmt, muss ich mich auch nochmal alles schlau machen, wie das dann funktioniert. So, hier könnt ihr ja sehen, das hatte ich ungefähr vor einem Jahr schon abgeklopft. Das ist schon relativ gut getrocknet. Den Stein hier habe ich mal sauber gemacht, hier mit der Flex und mit so einem Aufsatz. Ich denke, das ist auch besser, dann fällt der ganze Sand nicht mehr runter. Und hier, das ist das, wo ich jetzt die Tage abgeklopft habe. Ist halt noch alles relativ feucht. Und da muss ich mal gucken, da werde ich alles so wie hier machen und dann verfugen. Gestern haben wir noch die ganze Wasserleitung abgeklemmt. Hier sieht man ja, dass hier oben alles noch verlegt ist. Dann haben wir direkt hinter der Wasseruhr haben wir einen Wasserhahn montiert. Alles andere ist jetzt abgeklemmt. Also werde ich jetzt mal hier weitermachen und die ganze Leitung demontieren. Ja, das sind insgesamt 4 Leitungen drin. Das einmal war Vorlauf-Rücklauf für die Heizung, Warmwasser und die Zirkulationsleitung. Und das mache ich jetzt alles mal ab. Dann habe ich hier wieder ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten. So, und das war es dann auch schon wieder. Ich hatte jetzt die ganzen Leitungen entfernt und die Steine noch soweit alles freigelegt. Jetzt lasse ich erstmal alles trocknen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentierbox, was ihr machen würdet. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.